Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als Werkzeug zu verwenden, um Frieden und Heilung in die Situation zwischen Russland und der NATO zu bringen. Rufe die violette Flamme aus ihrer primären Quelle herbei, um während und nach der Meditation einen Schutzkreis um dich herum zu legen. Bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. Stelle dir eine Säule aus rosa Licht vor, die von der galaktischen Zentralsonne ausgeht und dann durch deinen Körper tief ins Zentrum der Erde hinuntergeht. Stelle dir vor, wie dieses Licht durch dein Herz und dann durch deine Hände direkt zu allen, die in die Situationen zwischen Russland, der Ukraine und der NATO verwickelt sind, fließt, alle harmonisiert und Frieden bringt.
Lass das rosa Licht dann weiterfließen, alle anderen Konflikte weltweit heilen. Bitte die Göttinnenpräsenz, das göttlich-weibliche, alle ukrainischen Kernkraftwerke und Biolabore vor Schaden zu bewahren, um einen Fallout zu verhindern. Stelle dir all diese Einrichtungen sicher und geschützt vor. Dann bitte die Göttinnenpräsenz, das göttlich-weibliche, Energien des Friedens und der Harmonie zu allen ungelösten Situationen zwischen Russland, der Ukraine und der NATO und alle daran Beteiligten zu lenken und vor allem die Zivilisten vor dem militärischen Konflikt in der Ukraine zu schützen.
Lass diese Energien dann weiterfließen und alle anderen Konflikte weltweit heilen. Erlaube diesen Energien weiterhin für ein paar Minuten durch dein Herz und dann durch deine Hände in diese Situationen zu fließen. Die Göttin will Frieden, und Frieden wird sein.